Hallo meine lieben Fräuleinchens zu einem neuen Foodhaul von mir. Ich war diese Woche wieder bei Netto einkaufen und was alles mit durfte, zeige ich euch natürlich. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ansehen. Wie soll es auch anders sein? Wir fangen natürlich wieder an mit unserem Wochenplan, den ich mir wie immer im Handy gespeichert habe. Und los geht's mit heute. Ich koche heute einen Bauerntopf. Den hatte ich ja, ich glaube, vor 3-4 Wochen schon mal. Der war super lecker, den machen wir jetzt nochmal. Dann habe ich Toskana-Bällchen mit Kroketten. Der Christian, der liebt diese Teile. Ich mag die überhaupt gar nicht gerne. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach nicht meins. An dem Tag, ja, werde ich vielleicht einfach nur Brot essen. Denn wenn es nach mir geht, ich müsste nicht jeden Tag kochen. Dann haben wir noch auf der Liste stehen einen Wurstsalat. Den hat sich der Janis gewünscht. Der isst den so super gerne. Dann habe ich noch einen Cabanossi-Eintopf. Das hört sich jetzt sehr fleischlastig an, aber eigentlich sind da nur zwei Cabanossis drin in einem Riesentopf. Das ist eigentlich eher nur so eine Kartoffel-Käsesuppe, wo noch so ein paar Cabanossis mit reinkommen. Ultra lecker. Dann gibt es noch Maultaschen, die hatten wir auch schon länger nicht mehr. Das war jetzt Christians Idee. Dann habe ich tatsächlich schon wieder die Carbonara auf dem Plan stehen. Aber ihr wisst ja, wenn wir ein paar Gerichte nicht kochen, das bleibt bei mir so lange auf dem Plan, bis es dann auch letztendlich gegessen wurde. Und dann habe ich noch auf der Liste stehen Bratkartoffeln mit bayerischem Leberkäse und Ei. Genau, das war's. An Snacks möchte ich diese Woche auch noch was machen, und zwar Blätterteigschnecken mit Schinken und Käse. So, und jetzt würde ich sagen, wir legen los, wie immer natürlich mit den Kühlprodukten. Und wie so oft habe ich den Fleischsalat gekauft, weil die Selin den total gerne isst. Und dann hat sich der Christian eine Fleischwurst für die Arbeit mitgenommen, die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und die Sophie hat sich was ausgesucht. Und zwar, das ist eigentlich wie Kiri, nur ist das jetzt ein Mini-Mu. Ja, so kleine Frischkäseteile. Genau, da konnte sie nicht vorbeigehen, das kleine Verpackungsopfer. Genauso wie bei der Ferdi-Fuchswurst. Die Sophie isst ja gar keine Scheibenwurst. Die isst nur alles, was man aufs Brot streichen kann. Aber diese Wurst isst sie auch mal gerne auf dem Brot. Und dann durfte die jetzt mal mit. Und für den Christian noch einmal Bierschinken. Dann habe ich mir wieder mein Latte Cappuccino to go geholt. Ihr wisst ja, ich liebe diese Teile. Machen ultra süchtig. Ja, aber ich liebe sie halt einfach. Dann dürfte auch wieder Gouda mit. Den kaufen wir ja eigentlich auch jede Woche. Der wird bei uns auf dem Brot gegessen oder mal auf dem Toast in den Backofen oder auf eine Brezel, ne, als Käsebrezel. Also der ist ja vielseitig einsetzbar. Ich mache den auch manchmal ganz gerne in eine Soße rein und lasse den da drin schmelzen. Yes. Dann habe ich Naturjoghurt geholt, dieses Mal so kleine Becher, weil man die einfach besser portionieren kann. Die gebe ich ja meistens mit in die Schule. Dann durfte ein Frischkäse mit. Wisst ihr ja, das ist auch sowas, was bei uns nie fehlen darf. Dann habe ich noch Kiri-Dip. Ja, den isst die Sophie total gerne. Dem Janis und der Selin gibt es auch manchmal ganz gerne mit in die Schule. Durfte mit. Ja, es ist wieder nicht so der gesündeste Einkauf. Also ich habe im letzten Foodhaul auch einen bösen Kommentar bekommen, dass ich ja furchtbar ungesund einkaufen würde. Ich habe den Kommentar einfach unbeantwortet gelassen, aber die hat anscheinend Christians Foodhauls noch nicht gesehen, ne? So viel zum Thema ungesund. Und dann machen wir doch gerade mal ungesund weiter. Ich habe Pommes gekauft, allerdings die mit Wellenschnitt, weil es keine anderen gab bei Netto. Der Janis bekommt diese Woche Besuch von seinem Kumpel und er ist so wählerisch, was das Essen angeht. Also ich kann echt kochen, was ich will, der isst kaum was. Und jetzt hat er gleich von vornherein gesagt, mach mir doch einfach Chicken Nuggets mit Pommes. Esse ich auf jeden Fall. Deshalb habe ich das gekauft. Dann habe ich Schmelzkäse geholt. Das kommt in diese, ja, in diesen Cabanossi-Eintopf, wie auch immer. Dann hat sich der Christian noch was mitgenommen. Und zwar Knusperfilets mit Käse-Kräuterfüllung. So schauen die aus. Von der Netto-Einigen-Marke Siegold. Jawohl. Dann einmal Salami dürfte mit. Und natürlich für den Cabanossi-Eintopf brauchen wir halt auch Cabanossis. Da kommt eigentlich doppelt so viel rein. Aber ich mag das nicht, wenn zu viel drin ist. Und deshalb habe ich jetzt nur zwei Würstchen geholt. Der Christian isst das allerdings nicht so gerne. Der isst dann an dem Tag einen Fisch. Und für mich und die Kinder reicht das locker zwei so Würste. Und selbst dann ist meistens noch was übrig. Dann für diese Blätterteigschnecken, die ich machen will, habe ich natürlich auch Blätterteig gebraucht. Ich wollte die für den Geburtstag von Janis schon mal ausprobieren, ob die gut sind. Genau. Dann habe ich quarkiger Genuss mit Vanille gekauft. Schmeckt ultra lecker. Ich esse das morgens total gerne mit ein bisschen Müsli und einfach Apfel und Banane rein. Ja, ganz unspektakulär, aber esse ich wirklich total gerne morgens. Dann habe ich seit langem mal wieder Salaminis geholt. Hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr.
nimmt der Christian meistens mit auf die Arbeit. Und da kommen dann auch schon die Chicken Nuggets. Ich habe allerdings die Knusper-Dinos genommen, weil die Sophie die unbedingt haben wollte. Ja, sind drin 10 Stück für 1,99 €. Ich finde das eigentlich ganz okay, weil die sind auch doppelt so groß wie ein Chicken Nugget. Also da kann man gar nichts sagen. Yes, die wird es auf jeden Fall die Woche mittags geben. So, dann hat sich der Christian für die Arbeit noch mitgenommen, Frikadellenbällchen. So schauen die aus. Die waren jetzt auch im Angebot für 1,99 €. Und für die Blätterteigschnecken brauche ich natürlich auch Schinken. Deshalb habe ich den gekochten Schinken eingekauft. Was haben wir noch? Ah ja, genau. Wir haben Maultaschen. 3 Päckchen. 2 sind immer so ein bisschen grenzwertig bei uns. 3 sind eigentlich zu viel. Ja, wir werden sehen. So. Dann, jetzt habe ich die Kamera verschoben. Jetzt muss ich ein Stückchen rüberrutschen. Dann dürfte noch geriebener Mozzarella mit. Einmal Schmand, den brauche ich auch für diese Blätterteigschnecken. Dann haben wir noch einmal die streichzarte Butter von Meckler, die war jetzt im Angebot. Deshalb habe ich jetzt diese Woche die mitgenommen. Und Almette Kräuterfrischkäse, der schmeckt so ultra lecker. Ich esse eigentlich gar nicht so gern Kräuterfrischkäse oder allgemein Frischkäse, aber der hier ist super lecker, kann ich euch echt empfehlen. Haben wir noch Teewurst mitgenommen, wie immer die Lieblingswurst von der Sophie. Ich musste jetzt eben mal die Helligkeit ein bisschen runterstellen, weil ich leicht überbelichtet war. Ich habe noch Kroketten geholt, die gibt es dann zu diesen Toskana-Bällchen, genau. Dann habe ich bei Netto noch was entdeckt, was im Angebot war und das hat sich irgendwie lecker angehört. Ein Kaffeedessert mit Haselnuss, so schauen die aus, die waren jetzt im Angebot für 22 Cent. Alles, was so einen Kaffeegeschmack hat, so Tiramisu und so Kram, ist alles meins. Deshalb wollte ich die jetzt mal ausprobieren. Und dann habe ich noch Weichkäse gekauft für die Kinder, für auf Schulbrot. Die essen den ja total gerne. Und dann habe ich jede Menge Mozzarella gekauft. Aber ich habe jetzt zu Selina auch gesagt, sie muss jetzt ihr Verbrauch ein bisschen einschränken, weil das wird immer mehr irgendwie. Und Mozzarella kostet mittlerweile fast 70 Cent. So ein kleiner Mozzarella-Klotz finde ich persönlich echt furchtbar viel, ne? Ja, jedenfalls haben wir Mozzarella gekauft. 3 braucht der Christian für die Toskana-Bällchen. Und dann haben wir noch 2, 4, nochmal 6. So zum Essen für aufs Schulbrot, wie auch immer. Genau. Dann geht es hier weiter. Ich habe noch Eier mitgenommen und auch gleich 2 Päckchen, weil die Woche gibt es ja bei uns Spiegeleier und dann zum Frühstück für Rühreier oder mal Pfannkuchen, Crepe zwischendurch zu machen, was auch immer. Deshalb durften 2 Päckchen Eier mit. Yes! So, und da ich heute gar nicht so viel eingekauft habe wie normalerweise, habe ich hier noch Platz und kann euch noch mehr zeigen. Normalerweise würde ich jetzt erstmal verräumen gehen. Ich habe ganz viele Paprika gekauft und die waren allerdings wieder plastikverpackt. Ich habe denen jetzt aber die Plastikverpackung ganz unverschämt dagelassen und habe die mir in mein Netz reingefüllt. Das sind 9 Paprikas, weil wie gesagt, die waren im Angebot, das Dreierpäckchen für 1,11 €. Genau, und einzelne gab es leider nicht, deshalb die. Und ja, die werden bei uns tatsächlich gegessen. Also ich brauche nur 2 Stück zum Kochen für den Bauertopf und die anderen, die hauen wir so weg, ne, abends. Snacken wir die mal auf der Couch oder wir dippen die in Frischkäse oder ich mache Paprikasalat, da kann man ja ganz viel mitmachen. So, dann habe ich Tomaten gekauft, so Sherry-Rispen-Tomaten. Auch da gab es diese Woche leider keine, unverpackt. Dann dürfen noch Bananen mit und da habe ich jetzt welche genommen, ja, die noch so grünlich sind, weil ich jetzt noch 2 Stück da habe. Und in der Zeit könnt ihr jetzt erstmal reifen, denn meine Kinder essen im Moment nicht so gerne Bananen. Denn sie essen lieber Äpfel und deshalb habe ich noch einen Sack Äpfel mitgenommen. Die von Pink Lady, die schmecken uns momentan am besten. Dann durften 2 Salatgurken mit. Die sind ganz schön schwer. So, ich musste mal ganz kurz unterbrechen, weil mein Handy geklingelt hatte. Weiter geht's. Ich habe noch 2-mal Lauch gekauft. Das kommt auch in den Cabanossi-Eintopf. Dann habe ich Clementinen mitgenommen und Orangen habe ich jetzt diese Woche nicht mitgenommen, weil letzte Woche nicht so viel gegessen wurde. Da haben wir jetzt noch ein paar da. Und ich habe Möhren gekauft und bei Netto gab es leider nur die. Ihr wisst, ich kaufe lieber die am Bund, weil die einfach ein bisschen knackiger und frischer schmecken, finde ich. Ja, aber da ich sie für die Suppe gebraucht habe, habe ich dann einmal Karotten gekauft und ein riesengroßes Netz Kartoffeln. Yay! Und zum Schluss vom Obst und Gemüse habe ich noch 2 Kiwis mitgenommen. Yes! Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der nächsten Tüte. Und zwar kommt ja diese Woche der Nikolaus und dafür habe ich jetzt schon ein bisschen was eingekauft für die Kinder. Und zwar gibt es von Kinder einen Schoki-Nikolaus. Das habe ich dafür mitgenommen. Und dann habe ich
Moment, jetzt muss ich mal gucken, weil es liegt jetzt alles einzeln in der Tüte. Also insgesamt habe ich 3 Ü-Eier gekauft, für jedes Kind dann einen. Jetzt muss ich aufpassen, dass es die Sophie nicht hört. Wir machen mal weiter mit dem anderen Kram. Ich habe einmal saure Gurken mitgenommen. Die brauche ich auch überwiegend für den Wurstsalat. Und abends snacken wir die auch ganz gerne zum Abendbrot. Dann habe ich... Oh, es war nur die Katze. Ich dachte, die Sophie kommt. Sauerkirschen habe ich gekauft, genau. Weil ich habe noch ganz viel Milchreis daheim. Und da dachte ich, ich mache die Woche abends mal wieder Milchreis. Genau, dann mit Sauerkirschen. Und dann habe ich noch gestückelte Tomaten mitgenommen. Die brauche ich für den Bauerntopf. Dann habe ich noch 2x Sahne. Die kommt in den Cabanossi-Eintopf. Heieiei, da wird man ja ganz durcheinander hier. Was auch noch mit durfte, ist einmal Schmand. Das brauche ich für... Ah, wir essen das ganz gerne mal zu den Maultaschen. Das schmeckt voll lecker. Röstzwiebeln und ein bisschen Schmand. Kann ich euch sehr empfehlen. Der Christian isst es nicht, der isst immer nur Gemüsebrühe dazu, aber ich mache mir das dann immer so. Dann habe ich noch Erdbeerkonfitüre gekauft. Die hatte ich jetzt auch schon länger nimmer. Und ist uns ausgegangen, genau. Da der Christian mit war, musste natürlich auch wieder Pistazien mit. Und ja, ist ein XXL-Päckchen. Da war natürlich sehr, sehr glücklich darüber. So, was haben wir noch? Genau, einmal Sonnenblumenöl. Ist mir ausgegangen, brauche ich ja immer für Salat zu machen. Dann war im Angebot diese Lieblingsnudelteile von Janis. Und da habe ich gleich 4 Stück mitgenommen. 2x Curry und 2x mit Huhngeschmack. So schauen die aus. Jawohl, 4 Stück, wie gesagt. Da ist übrigens auch noch das 3. Ü-Ei. Und dann habe ich für jedes Kind ein Kinder-Country mitgenommen. Jawohl. Bei uns ist es ja Tradition und das machen wir wirklich schon seit die Celine ganz, ganz klein war, also seit 14 Jahren. Kommt jedes Jahr am Nikolaustag, also am 6. Dezember, der Nikolaus zu uns nach Hause, persönlich nach Hause. Und ja, redet ein bisschen mit den Kindern, macht ein paar Bilder mit den Kindern und so weiter und so fort. Und in diesem Jahr ist es leider so, dass unser Nikolaus verhindert ist. Und deshalb werden die Kinder das allererste Mal ganz klassisch die Stiefel putzen. Und da werde ich das dann reintun. Also so sieht das dann aus pro Kind. Und ich denke, das ist mehr als ausreichend. Yes. So, dann habe ich noch einmal Gemüsebrühe gekauft. Dann haben wir noch Milch gekauft. Insgesamt wieder 7 Beutel. Milch ist sowas, das darf auch nie bei uns ausgehen. Und das war's, ja. Ansonsten sind dann nur noch leere Tüten drinnen. So, dann machen wir weiter mit der letzten Tüte. Das ist auch nicht viel. Ich habe ein Vollkorn-Sandwich-Toast mitgenommen. Und dann habe ich noch Kaffeebohnen gekauft. Mir reicht es eigentlich, wenn ich so alle 1,5 bis 2 Monate mal ein Päckchen kaufe. Ich bin ja hier die einzigste Kaffeetrinkerin. Von daher langt das dick. Ich habe jetzt mal von der Netto Eigenmarke die Bohnen mitgenommen. Kaffee Crema Gustoso steht da drauf. So schaut er aus. Ich hatte den noch nie. Ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Der hat jetzt 6,99 € gekostet. Das ist, glaube ich, für Kaffeebohnen auch relativ günstig. Zumindest eins von den günstigsten. Genau. Dann läuft noch so ein Schokomüsli Triple Chocolate mit. Das essen ja Celine und Janis ganz gerne. Und davon mache ich auch immer ein bisschen was mit in den Naturjoghurt für die Schule. Dann habe ich was gekauft. Und das werdet ihr jetzt auch demnächst in meinem DM-Haul sehen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ihr zuerst seht, den DM-Haul, den Food-Haul. Ich habe so viel vorgeschafft für euch. Ich blicke nicht mehr durch, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin raus. Jedenfalls habe ich gekauft italienische Limone. Und der schmeckt so hammergeil. Boah, Wahnsinn, echt. Ich habe euch ja letzte Woche den von Lidl gezeigt. Der war schon richtig, richtig geil. Und ich dachte, jetzt habe ich meine Teesorte gefunden. Und dann habe ich den probiert. Alter Schwede, probiert den unbedingt aus. Der wird euch 100 % schmecken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe jetzt auch zu Christian gesagt, dass ich den auch im Sommer kaufen werde. Wenn man den richtig gut kalt stellt, ist der im Sommer, glaube ich, auch furchtbar lecker. Jawohl. Dann habe ich gekauft gleich 2 Gläser von diesen Brechbohnen, weil ich wieder Bohnensalat machen will. Und ihr wisst ja, ein Glas reicht bei uns nicht. Weil die Kinder, die inhalieren den. Die essen den nicht, die inhalieren ihn. Der Christian hat dann noch was mitgenommen, und zwar Klebeband. Also das war jetzt bei Netto im Angebot. Ich kann euch allerdings den Preis nicht sagen, weil ja, das Christian mitgenommen hat. Ich hätte das jetzt aber eh die Woche geholt, von daher hat das wirklich gut gepasst, weil ich ein Pakete verschicken muss und kein Klebeband mehr habe. So, dann durfte mit ein 1/2 Butterkranz von Hofmeister. Wir essen den sonntags ganz gerne. Gerade jetzt in der Adventszeit machen wir jeden Sonntag wieder ein großes Frühstück. Und ja, dafür habe ich dann den Kranz mitgenommen. Ich werde jetzt jeden Sonntag in der Adventszeit immer ein anderes Frühstück zubereiten. Und jetzt am Sonntag, wie gesagt, gibt es diesen Kuchenkranz. Und ganz zum Schluss
durfte noch ein Siegerländer Brot mit, ungeschnitten, da die Maschine bei Netto schon wieder kaputt war. Ja, meine Lieben, das war auch schon wieder mein Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, ihr dürft es mir gerne mit einem Däumchen nach oben zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Ciao.